dann haben wir diese Region, ah, lass mich doch mal durch hier, dann haben wir diese Region eigentlich komplett abgeschlossen, die, hier genau, hier war es, die Region Okasanka. Da haben wir das Mon schon gefunden und da haben wir die Rohstofflieferung dann auch eingestellt. Ja, Jimmy müssen wir wieder hier lassen, das ist nicht seine Welt. Apropos seine Welt, was mir da gerade einfällt, wir können ihn ja gar nicht mitnehmen in die Region Oka. Also wo ich mal sagte, hey, hier müssen wir den Jimmy mal mitnehmen, können wir ja gar nicht. Weil das einzige Tor, was dahin führt, ist über Wasser zu erreichen. Und wie wir alle wissen, unser Jimmy ist wasserscheu. Au ey. Unser Jimmy ist wasserscheu. Es ist Zeit für ein Medipack, sehe ich gerade. Ach, Ego-Perspektive. Entschuldigung, habe ich schon wieder vergessen. Aber beim nächsten Kampf. Hoffentlich, wenn ich dran denke. So, Leuchtturmlampe, genau. Da könnten wir uns eigentlich gleich mal hier oben auf diesen Steg begeben. Knarz, knarz, knarz. Naja, vielleicht hätten wir das doch nicht gemusst. Ich dachte, hier vorne wäre er jetzt schon. Ach, das wird wahrscheinlich wieder nur Muscheln. Ist aber auch ein bisschen... Ja, Cutter. Ist aber auch ein bisschen her, seit ich das letzte Mal Outcast gespielt habe. Von daher muss ich hier auch erstmal wieder reinkommen. So, genau. Hier hoch geht's jetzt. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das Stück, was wir im Inventar haben, das richtige ist. Ein bisschen Jump und Run. Und wir dürfen... Oh, ich hätte vielleicht speichern sollen, aber wir schaffen das schon. Der Cutter muss... Oi, 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 oi. Holla die Waldfee. So, genau. Hier sind wir. Nein, E ist nicht Inventar. Wir sind hier nicht bei Minecraft. Wo haben wir es? Da haben wir es. Oh, rein damit. Sieht gut aus. Jawoll, ja. Oh, guck mal, der Leuchtturm, der läuft wieder. Ja, ich sehe es, super schön. Der Uluka war das. Och, das leuchtet aber schön. Da leuchtet er wieder. Brummt. Wie so ein altes Kätzchen. Okay, wenn so eine Katze so brummt, dann sollte man vielleicht mal zum Tierarzt gehen. Gut. Dann sollten wir ihn jetzt mal fragen, wie es aussieht mit der Einstellung des Fischfangs. Dann haben die Krieger fast gar nichts mehr. Sankarfang einstellen. Oh ne, erstmal Leuchtturm reparieren. Ich habe die Leuchtturmlampe repariert. Ja, Ulukai. Der Himmel ist wieder von Licht erfüllt. Die Stadt Cyana steht ein weiteres Mal in deiner Schuld. War doch keine große Sache. Abgesehen von der weiten Reise nach Mutasar, dem Abstecher nach Okriana. Und als Dank für deine gute Arbeit möchte dir die Stadt Cyana gern dieses Geschenk überreichen. Ich hoffe, es entschädigt dich für deine Mühen. Danke. Du würdest doch nicht versuchen, Stammesführer von Cyana zu werden, oder? Ich glaube nicht, dass dir dieser Posten gefallen würde. Lange Arbeitszeiten, furchtbare Bezahlung. Ja, ich glaube, ich sollte es versuchen. Der Ulukai hat so viel Humor. Das meinst du doch nicht ernst, oder etwa doch? Nein, du kannst deinen Job behalten. Großartig. Dann ist ja alles wieder in bester Ordnung. Na, viel hat er ja nicht zu tun. Er steht den ganzen Tag hier nur am Pier rum und guckt aufs Wasser. Und wir müssen gleichzeitig mal zwei Welten retten. Könnte man eigentlich mal tauschen. So, wie sieht das denn jetzt aus mit dem Fischfang? Ich vermute, ich kann nichts tun, damit ihr aufhört, Sankar an die Krieger zu liefern, oder? Die Sankar-Lieferungen einstellen? Aber das würde die Krieger schwächen. Ganz genau. Nach allem, was du für uns getan hast, werde ich eine Versammlung einberufen und die Mitbewohner meiner aufrechten Stadt um ihre Zustimmung bitten. Gib uns nur etwas Zeit, Ulukai. Na sicher doch. Aber gerne. Wir setzen uns da ein Bier. Oh, es donnert. Luftfeuchtigkeit 200%. Ich hatte recht. Das ist Deutschland. Also, wie lautet das Urteil? Alle haben gesprochen. Und die meisten haben zugestimmt. Die meisten? Keine Sorge, Ulukai, keine Sorge. Sie haben noch nie einstimmig entschieden, noch nie. Weißt du, was wichtig ist, dass jetzt alle Talaner die Arbeit niederlegen?
und die Sankar-Lieferungen an die Krieger von Oka Sankar einstellen. Sehr gut. Weißt du, Ulukai, das ist das erste Mal, dass ich mich wie ein Stammesführer fühle. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Das war ein wunderbarer Mond. Wirklich wunderbar. Wenn ich nur schon früher diese Zuversicht gehabt hätte. Wir beide, Kumpel. Was war das? Ein Hoch auf uns. Und während es im Video weiter donnert, grinse ich mir Hein zurecht. Luftfeuchtigkeit 200%. Ich hatte recht, das ist Deutschland. Falls ihr das gerade in dem Video mitbekommen habt, super. Okay, dann haben wir hier alles erledigt. Ja, der einzige Zweck dieser Welt ist für uns jetzt nur noch, dass hier das Tor in die Welt Oka liegt. Dort könnten wir jetzt, wo ich es mir gerade überlege, eigentlich mal kurz einen Abstecher hinmachen. Denn genau dort fehlt uns noch das Mon. Wie war das doch mal? Wir haben... Ah nee, Quatsch. Was quatsch ich denn da? Wir könnten jetzt erstmal in die Region Motazar gehen. Also in die Bergbauregion. Das Minecraft von Outcast sozusagen. Ja, ihr habt's jetzt gut, ne? Ihr fangt jetzt auch an zu trainieren auf den Feldern. Jetzt haben sie ja nichts mehr zu tun. Und jetzt haben wir ja die Krieger noch ein wenig mehr geschwächt. Dann sollte das uns in Motazar eigentlich keine Probleme bereiten. Und da geht es dem Jimmy auch besser. Da hat nicht so viel Wasser. Ist zwar ein bisschen heißer da, aber wenigstens kein Wasserball. Ja. Aber das heißt natürlich jetzt wieder ein wenig latschen quer durch die Stadt. Aber wenigstens wissen wir jetzt genau, wo die Tore sind. Beziehungsweise ich weiß es genau. Und ihr müsst nicht so blöd dabei zugucken, wie ich hier durch die Stadt eier. Apropos durch die Stadt eiern, ja. Ich muss wieder auf die Straße zurück. Und zwar... ja, genau hier. Nach Norden muss ich, ja. Bin ich mehr? Ich bin mir relativ sicher, ja. Genau, an ihm hier vorbei. Ja, ja, passt schon. So. Ja, Outcast. Wir haben ja letztens vor ein paar Folgen gesagt, wir sind ungefähr bei 50%. Ich glaube, jetzt sind wir so bei 70%. 70, wenn nicht sogar 80%. Wir müssen nicht mehr viel machen. In Oka noch schnell das Mon holen. Dann in Motazar das Mon holen. Ob es da wohl auch eine Einstellung... Ja, ich glaube, da gibt es auch was man einstellen kann. Und zwar kann man da die Waffenkraft der Krieger verringern, indem man irgendwie die Produktion der Erze da sabotiert. Ich meine, da gäbe es sowas. Okay, dann sage ich eher doch 70% statt 80%. Natürlich muss man das alles nicht machen. Wir können uns jetzt einfach auf die Mons konzentrieren und dann ist das gut. Aber dann wäre das relativ schnell vorbei hier und ich finde Outcast eigentlich ganz nett. Auch wenn es so alt ist. Und viele von euch kennen es wahrscheinlich gar nicht. Und die wenigen, die es gucken, sind wahrscheinlich die einzigen, die es kennen. Aber das ist nun mal mein erstes Spiel. Und das wird auch zu Ende gebracht. Ist doch Ehrensache. Mein allererstes Let's Play findet dann auch bald seinen Abschluss. Ach, da wird man ja richtig nostalgisch. So, Hier haben wir hier schon Aufgaben. Ich schau mal gerade über N ins Notizbuch. Shamas Cap wurde gefangen genommen. Genau, den... Nee, ich möchte dabei. Ashka mochte, dass ich die Grabenbrücke... Ach so, irgendwie beschädige. Er glaubt, dass das die Krieger aufhalten könnte. Ja, bevor wir die natürlich platt machen, würde ich sagen, statten wir den Kriegern mal einen Besuch ab. Und testen dabei ganz nebenbei die nächste Stufe unseres Upgrades hier von der guten Hawk. Kann ich das umschalten? Ja. Oh, wir haben nur noch 95 Schuss. Das ist auch nicht das meiste. Wie komme ich denn darüber? Ich denke, da ist es ganz okay. Wie sieht es hier aus? 112 Schuss. Ich teste die Krieger jetzt erstmal an mit der HKP 12. Ah, da fällt mir was ein. Genau, hier die Ego-Perspektive. Okay, gibt es kein Auto-Aim.
Aber dafür könnte man auf Bewegung sicherlich besser reagieren. Man ist natürlich blöd, wenn man nach hinten rennt. Man sieht es absolut nicht. Oder nach links oder nach rechts. Geht auch nicht so gut. Weil man hier extrem wenig Übersicht hat. Und ich bleibe eigentlich nicht gern stehen beim Schießen. Und gerade hier ist es sehr gefährlich, weil man hier ganz leicht in der Lava landen kann. In die Eier. Was? Nein, das habe ich gerade nicht gesagt. Na, da kommt ein Obermacker. Nee, also das ist mir zu unübersichtlich, weil ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Und gerade hier muss man immer in Bewegung bleiben bei Outcast. Sonst kann ein das schnell mal das Leben kosten. Aber bleib doch stehen, Mensch. Genau so. Oder lauf einfach rein, das geht auch. Und stellt euch mal vor, ich wäre über diesen schmalen Steg hier in der Ego-Perspektive gelaufen. Ist natürlich eine Sache des Übens. Das ist klar. Aber gerade deshalb bleibe ich lieber hier, weil ich es hier gewohnt bin, in der Third Person. Na, na, oh, das meine ich mit in Bewegung bleiben. Immer links, immer rechts, immer hinten. Ich bin hier die ganze Zeit nur... Oh, ja, genau das. Wahrscheinlich bin ich auch einfach kein Pro-Gamer. Aber das will ich auch gar nicht sagen. Apropos, es mag ja so Leute geben, die dann ihren Kameraden sagen, boah, gestern habe ich wieder so gepro... wie heißt das eigentlich? Gibt es dazu ein Verb? Ich habe so gepro-gamed. Auf jeden Fall bin ich nicht so einer. Ich finde es eher viel lustiger, wenn man rumfällt. Was war das denn da gerade, bitte? Wenn man sich darüber kaputt lachen kann, was man da für Scheiße baut. Na, Kata, du wirst doch jetzt wohl nicht schwach werden hier bei der Lava. Wie sieht es denn aus? Ach, da sind ja nur noch ein paar Gegner. Wenn das die Gegner sind, die hier so stark sind, die wir lieber von der Außenwelt abschneiden sollen, anstatt sie zu erledigen, na dann, sag ich mal, da ist ja ein Spaziergang hier. Und die Musik ist, nein, die ist gerade nicht laut, überhaupt nicht. Oh mein Gott. Wenn der mit seinem Mörser ankommt, dann liegen wir da ganz schnell bald in der Lava. Und das möchte ich vermeiden. Na, schieß doch, komm. Weil, die kann einen ja wegstoßen. Und wenn wir dann an der Kante stehen, dann gute Nacht, Marie. Würdest du jetzt freundlicherweise mal sterben? Okay, wir haben nur noch 24 Schuss. Ich wechsle auf unsere erweiterte Hawk. Und damit keiner sagen kann, das war ja viel zu wenig in der Ego-Perspektive hier nochmal ganz kurz. Man kann es halt einfach nicht einschätzen hier. Man kann die Entfernung nicht einschätzen, man kann nicht wirklich einschätzen, wo man steht. Aber die Waffen mal so zu sehen, ist eigentlich mal ganz interessant. Oh, und die ist jetzt blau auf Level 1. Und verbraucht 2 Schuss. Ah ja, das meinte er wohl mit erhöhtem Phandasma-Verbrauch, also Munitionsverbrauch. Immer, das war aber vorgehalten genug. Es ist ja auch eigentlich kein Ego-Shooter, deshalb ist diese Ansicht wohl nicht so... Ich kannte die vorher auch wirklich. Ich wusste, dass es die Funktion gab, klar. Aber ich hatte sie nie benutzt. Oh, aus dem Weg gehen ist aber... Ist gerade sehr laut, ich weiß das wohl. So. Mann, Mann, Mann. Außerdem singen sie gerade wieder das Halma-Loblied. Oh, und ich sehe gerade, wir sind fast tot. Das sieht man natürlich auch nicht in der Ego-Perspektive, weil dann einfach mal das... Doch, sieht man doch. Sorry. Aber die Waffe sieht wirklich schnucklig aus. Das werden wir gleich mal bei allen Waffen machen. Nur um mal zu sehen, wie die so in der Ego-Perspektive aussehen. In der Ogo. Leute, kommt doch die Treppe hoch. Das wäre mal richtig schön. Vielleicht für so... Na, so tief können wir natürlich nicht zielen. Mist. Na, dann müssen wir von unten ran. Na, ach da. Er kriegt gleich noch einen zweiten mit. Weil trotzdem die Waffe doppelt so stark ist, brauchen wir immer noch 2 Schüsse.
Aber sie lädt schneller auf. Das finde ich schon mal schön. Bis sie schussbereit ist, geht das jetzt etwas schneller. Ja, du kommst auch noch dran. Keine Bange. Das war's für ihn. Wie sieht das aus? Da war doch noch einer. Und wahrscheinlich ist gerade wieder das Signal hier von meinem Commentatory ein wenig geklippt. Weil ich so schreien muss wegen der Musik. Das bringt immer so ein bisschen Kratzen mit ins Spiel. Was mir natürlich nicht gefällt. So, jetzt hau ich hier mal ein bisschen was raus, Leute. Jetzt ist aber auch gut. Oh, und die Musik beruhigt sich. Und alles ist wieder leise. Und ich kann wieder normal, normal reden. So, jetzt, wie gesagt, wir schalten mal durch die Waffen. Gut, das ist die HKP-12. Ist eine ganz normale Knarre. Wie sieht das bei der hier aus? Ja, die ganz normale Knarre mit einem größeren Lauf vorne. Dann haben wir hier das Sniper-Gewehr. Ja, okay, ist klar, das sehen wir so nicht. Und ich schätze mal, auch so werden wir es nur sehr schwer sehen können. Und dann haben wir noch unseren Granatwerfer, den kennt man ja. Und so sieht der so aus, ne? Sieht ein bisschen buggy aus. Gerade wenn man nach oben zielt, aber sonst geht's. Das war's, glaube ich, waffenmäßig schon. Was wir momentan dabei haben. Da gibt's natürlich noch den Flammenwerfer, den kennen wir ja. Da haben wir auch schon ein paar Kanister Sprit für eingesammelt. DHNDR STP-33 geordnet. Aber der Schamass ist hier jetzt nicht, oder? Naja, mal schauen. Haben wir wahrscheinlich einfach mal eben nur eine Kaserne auseinandergenommen und sammeln jetzt die Items hier ein. Und besonders das Geld. Das ist sehr schön. Ich muss mich mal gerade aufrichten hier. So. Was ist das so ungesund für den Rücken? Genau, das sind die Kanister, die ich gerade meinte. Ach, da unten arbeiten sie. Ist das die nördliche Mine? Nee, ich glaube nicht. Die war irgendwo da hinten. Ja, gut. Dann weiß ich, glaube ich, wo diese gefürchtete Kaserne sein soll, wo der Schamass auch festgehalten wird. Ja, da ist immer ein bisschen komisch da an den Stellen, an den Treppen. Und ich glaube, da waren wir auch in der letzten oder in der vorletzten Folge schon in der Nähe von. Ist aber nur eine Vermutung. Ich spreche da aus der Erinnerung von meinen letzten Plays, meinen letzten Spielen hier von Outcast, die ja, wie gesagt, auch schon ein paar Tage her sind. Gut, das war's hier. Wieder zurück. Und ich speichere mal gerade. Weil ich hier, ich sehe mich jeden Moment in der Lava liegen. Und dann ist es aus mit dem Gutgatter. Na komm. Mach es. Das nennen wir jetzt nicht mehr Oka, sondern Mota. Zwei wirklich sehr einfallsreiche Namen. Aber es sind nur mal die Abkürzungen für Okasanka und Motasa. Ja, ansonsten, ich glaube, diese Region ist nicht... Sieht wirklich sehr lustig aus. Ich glaube, dieser Region gibt es ansonsten nicht so viel zu tun. Ich hoffe es jedenfalls. Weil ganz ehrlich, ich finde die jetzt nicht eine der schönsten Regionen. Das ist so ein bisschen eintönig hier. Dann noch mit der Lava, naja. Ich mache mich mal schnell auf den Weg zum... Moment. Hier sind noch Gegner, die nehmen wir gleich mal mit, oder? Ja, ich bin schon, dass wir hier sind. Auch wenn die... Absteigen ist hier nicht, oder wie? Auch wenn die Munition gerade mal ein bisschen knapp aussieht. Deshalb werde ich jetzt nochmal switchen auf den Granatwerfer. Und einfach mal... Schätzen wir einfach mal, das ist ja hier so. Ja, haben wir da wohl was erwischt? Ja, Jimmy macht sich vom Acker, dem ist halt hier zu laut. Ich weiß jetzt nicht, da... Irgendwie dezimiert sich jetzt nicht direkt was. Ah, da haben wir was getroffen. Habt ihr das gehört? Ansonsten kann man von hier oben natürlich immer schön runterschießen. Und da ist noch ein Tor. Oh, was... Da ist was Größeres hoch. Da war bestimmt ein Sprengsatz oder sowas. Also ich glaube, ich muss meine Meinung über den Granatwerfer noch mal ein bisschen überarbeiten. Das ging jetzt relativ fix. Man braucht halt nur eine gute Position.
Und da sehe ich den schon was. Ja. Mensch, Glück muss der Mensch haben.